Ja, wir schauen uns heute einmal kurz an, wie das ausschaut mit Microsoft Teams. Als erstes öffnen wir einen ganz normalen Browser. Ich habe jetzt den Mozilla Firefox genommen und öffnen portal.office.com. Im Anschluss geben wir unseren Benutzernamen ein. Der ist jeweils für jedes einzelne Kind immer der Vorname Punkt Nachname at Gamlitz Punkt on Microsoft.com. Das Passwort ist nms.gamlitz underline 2020. Dieses muss beim ersten Anmelden geändert werden. Die Kennwortregeln werden jetzt unten eingeblendet. Bitte daran halten. Es müssen mindestens 8 Zeichen vorhanden sein, davon Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Symbole. Symbole sind jetzt Rufzeichen, Fragezeichen etc. Das Ganze muss man dann zweimal eingeben und dann sich entscheiden, ob man das Passwort speichern möchte oder nicht. Wichtig ist, dass man sich das Passwort merkt. Nun besteht die Möglichkeit, hier entweder, bei mir ist es direkt schon heraus, das Symbol Microsoft Teams, ansonsten wäre es unter App, alle Apps verfügbar. Wenn ihr dann hier drinnen seid, besteht wiederum die Möglichkeit, das App herunterzuladen bzw. die Web-App zu starten. Wir empfehlen den Download der App. Und befinden uns jetzt hier auf der Benutzeroberfläche. Auf dieser Benutzeroberfläche seht ihr jetzt auf der linken Seite die Möglichkeit, einen privaten Chat oder Anrufe zu tätigen. Weiters unter Aktivität seht ihr alles das, was irgendein Lehrer mit euch vorgehabt hat oder in einer Gruppe hinzugefügt hat. Unter Dateien sind dann in weiterer Folge alle Dateien, die hochgeladen werden, drin gespeichert. Wir schauen jetzt schon den Kurs Geschichte an und schreiben gleich in den Kurs hinein, dass mein Name eben Vorname ist und mein Nachname Nachname ist. Das ist natürlich nur ein Beispiel, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, was alles möglich ist. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, dass man die Dinge eben auch, so wie es auf den Social Media Kanälen üblich ist, liken kann, Smileys hinzufügen kann, Herzen hinzufügen kann, außerdem auch einzelne Personen verlinken kann. Das wären jetzt eigentlich die wichtigsten ersten Schritte und ich freue mich auf einen nächsten Termin, der wird natürlich gesondert ausgeschrieben.